Dann schließen wir die Augen. Es geht heute mehr um die Information. Es geht um dein Fühlen. Es geht natürlich um diese Zeit. Es ist alles immer ein Spiegel. Wir sind Kinder im Spiegel dieser Zeit. Wir waren es schon immer, auch wenn wir es nicht sehen wollten. Und viele Menschen sind sich jetzt mehr Dingen bewusst. Darum geht es heute und es geht um die Liebe. Und deswegen magst du vielleicht auch dein Herz berühren. Heute geht es nicht um Erklären, dafür sind all die Klassen da, die High Frequency Trainings und all das, was wir live natürlich machen, was man jetzt im Moment gerade nicht kann. Gut. Dann lass los und höre zu mit deinem Herzen. Höre deinem Herzen zu und vielleicht auch meiner Stimme und lass das sich bewegen, was sich bei dir bewegt. Lass es zu, öffne dein Herz, so wie du es kennst, so wie wir es immer geübt haben. Da möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, wie sie mir passiert ist vor schon bald. Vielleicht waren es schon vor zehn Jahren. Da lag ich am Boden an einem Karfreitag am Morgen und wollte eine Reise machen. Ich wollte Zeit haben für mich, schenkte mir diese Zeit, wie wir jetzt es tun, wie diese Zeit es tut für uns. Und da lag ich am Boden und atmete und ließ los. Und plötzlich erschien mir Jesus. Aber weißt du, Jesus mit seiner Dornenkrone, blutig. Und zuerst dachte ich, nein, das ist eine Fantasie. Und ich habe sie abgetan, ich wollte nicht. Und mein Verstand sagte so weiter, ich atmete weiter. Ich ließ los, ich war schon in anderen Dimensionen, wie ich das ja übe und viel anwende für mich selber. Aber es kam wieder dieses Bild und es kam wieder und wieder und wieder, bis ich dann hinschauen durfte. So wie wir auch hinschauen dürfen, wo wir jetzt viel mehr zusammen sind. Zusammen an Ostern, wo wir viel zu Hause sind, im Heim, wo du jetzt bei dir bist, jetzt meditierst, loslässt, dein Herz öffnest und einfach hinschaust, was ist da? Deine Gedanken anschaust, deine Emotionen anschaust, so wie du gerade drauf bist. Das ist etwas vom Wichtigsten. Aber ich komme wieder hierher zurück. Ich sah also diesen Jesus mit dem Blut im Gesicht, mit dem leidenden Ausdruck. Und als ich dann diesen Spiegel annahm, ich mache es jetzt kurz, was ich gelernt habe, was mir Jesus sagte, ist: Hör auf zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen, denn Kämpfen ist Leid. Und das hat mich seither bewegt, begleitet und das hat sich wunderschön vervollständigt mit all den anderen Enseñanzas, den Lehren der Meiermeister, der Sternenbrüder. Ja, es ist alles das Gleiche. Jesus sagt: Schau, wenn du weiter kämpfst, dann machst du das Spiel mit der anderen. Oder du machst ein altes Spiel mit von dir, dass du, und da ist jetzt die Zeit, da zu reflektieren, dass du vielleicht gar nicht mehr willst. Du tust es, weil du nichts anderes gewohnt bist. Ja? Und jetzt in diesen Zeiten, glaube ich, sollten wir aufhören zu kämpfen. Wir sollten mitspielen. Weil wenn du nicht annimmst, was ist,
ohne zu urteilen, nicht, wir gehen jetzt nicht in unsere momentane kollektive Geschichte hinein und sagen, ist es so oder ist es so, ist es richtig, ist es falsch, ist es Lüge, ist es Wahrheit, sondern ich lasse einfach los und nimm an, was ist. Schau doch mal, wo du, ich tue es für mich auch, weißt du, wo du immer noch weiter kämpfst. Ja, dann ist das Regal halt leer. Ja, ja, dann erfinde ich halt was Neues. Oder kämpfe ich noch innerlich mit mir und kreiere dieses innere Gift über die Emotionen. Annehmen. Annehmen, das ist doch, da geht es doch immer wieder hin. Und annehmen ist natürlich eine Qualität der Liebe. Ich sehe die Liebe als die große Mutter der Gefühle, die hier im Herzen entspringt. Hier ist die Fabrik. Hier produzierst du es, übst du es. Hier ist dieses Gehirn, das es auch immer wieder abrufen kann, dieses Gefühl der Liebe. Ja, Liebe ist die Mutter der Gefühle und sie hat viele kleine Kinder wie annehmen. Nehmen wir an, hören wir auf zu kämpfen. Sollen die da draußen kämpfen? Du musst es nicht mitspielen. Ja? Und jetzt zu Hause. Es soll mehr Gewalt geben, auch in den Familien. Vergewaltigungen von Kindern. Weil jetzt natürlich im Spiegel der Situation kommen Dinge heraus, die hätten wir nicht gedacht. Ängste. Schau doch mal in den Spiegel. Das ist auch dieser Kampf, den Jesus meinte. Kämpfe nicht mit dir. Du musst nicht so sein oder so, sondern nimm dich an, wie du jetzt bist. Wow. Liebe dich. Umarme dich. Du kannst das gerne tun. Dieses Herz öffnen, wo wir immer wieder hingehen, dich dort hineinfallen lassen und es akzeptieren, so wie es ist. Wenn du diese Tage Angst hast oder hattest, wow, dann gratuliere ich dir, weil dann bist du dir jetzt bewusst, du sagst, ja, du spürtest Wut. Ich habe das auch so gehabt. Vor ein paar Wochen noch, da war so zuerst mal die Überraschung, ne? Beobachte dich, dann war vielleicht so eine Ohnmacht da, dann die Angst und dann vielleicht eine Wut. Was passiert denn da eigentlich? Lass ich das mit mir geschehen? Ja, du lässt das mit dir geschehen, was du dir selber antust. Das da draußen ist eine Wirklichkeit, eine von vielen, vielen Wirklichkeiten und die ist daran, sich jetzt schon zu verändern. Was der Unterschied ist, ist, dass die Menschen nicht nur jetzt, sondern immer so tun, als wäre, was gerade passiert, das größte Drama aller Zeiten. Genau wie damals in der Zeit von Jesus, wo die Politiker auf die Bühne kamen und sagten, dieser Mann ist gefährlich und so weiter. Wir tun jetzt so, als wäre davor nie etwas gewesen. Es war doch schon immer alles da und wir wussten es eigentlich schon längst. Also schau in den Spiegel und höre auf zu kämpfen, denn kämpfen ist Leid. Maestro Jesus, Meister Jesus, ist für mich der wichtigste Meister von allen, der Großmeister. Es gibt viele, viele, viele andere große, aufgestiegene Meister, Quetzalcoatl und viele. Meister Jesus, warum hast du dich ans Kreuz nageln lassen? Es ist wie ein Spiel. Wenn du umgehen kannst mit Leben und Tod,
Wenn du spielen kannst mit den Dimensionen, dann habe ich einfach den Spiegel zurückgestellt und gesagt, schaut, das passiert, wenn ihr weiter kämpft und also weiter leidet, leidet, leidet. Wir wohnen auf einem Planeten des Krieges und des Leides, sagen die Sternenbrüder. Wie ist es möglich? Ihr wohnt in einem Paradies. Es ist euer Entscheid. Und jetzt, an Ostern, jetzt diese Ostern 2020, sind so speziell. Machen wir jetzt diesen Sprung. Das ist eine Bedeutung des alten Wortes des Hebräischen für Ostern. Machen wir jetzt diesen Sprung, diese Resurrektion, diese Auferstehung in eine neue Welt. Du entscheidest es. Das passiert mit euch, wenn ihr weiter leidet. Ihr tragt euer Kreuz, ihr nagelt euch selber ans Kreuz. Und das ist, was jetzt passiert auf der Welt. Wir entscheiden. Er hielt uns einen großen Spiegel hin. Schaut. Und heute hat er sich erlöst und hat gesagt, jetzt bin ich der kosmische Jesus. Das ist auch für mich der Jesus, dem ich mich immer nähere oder der kam. Ich habe das eigentlich nie gesucht. Ich wurde ja nicht katholisch erzogen. Da ruft Felix der Esel, er weiß. Die Tiere wissen, die Natur weiß, wie die Indigenen sagen, der Natur-Jesus weiß. Gut. Berühre dein Herz und akzeptiere. Akzeptiere bei dir, wann du kämpfst und dass daraus vielleicht ein langer Leidensweg sich ergeben hat. Ja, du sagst, das kam daher, dass ich damals als Kind vergewaltigt wurde, dass ich damals als Kind die Liebe nicht bekommen habe, die ich eigentlich dachte, die ich eigentlich für die ich herkam auf diesen Planeten. Ja, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Aber können wir das denn nicht heilen? Übernimm die Verantwortung. Die Antwort bist du. Öffne dein Herz und gebe dich hin. Du bist nicht allein. Wir waren nie allein. Lassen wir doch diese Arroganz los in diesen Zeiten. Und wenn für dich der Meister Jesus wichtig ist, dann ist er jetzt auch bei dir und berührt dein Herz. Und hilft dir, dieses Herz zu heilen, diese nicht bekommene Liebe zu heilen. Ja? Und wenn andere wichtig sind für dich, Engel, oder du sagst einfach Gott, Universum, Göttin, es ist alles okay. Also berühre wieder dieses Herz und dann üben wir das Herz zu öffnen. Und dort hinein darf alles das gehen, was Krieg und Leid ist. Das Herz, die Liebe dort, die ist doch viel stärker als all das, was jetzt gerade passiert im sogenannten Außen. Aber es ist ja nur ein Spiegel von dem, was in dir drin passiert. Üben wir weiter, so wie wir es immer gemacht haben in meinen Trainings. Atme ein in dein Herz, atme ein in dein Herz. Danke, Jesus, dass du mir gezeigt hast, dass du uns gezeigt hast, uns Menschen, dass wir dieses Kreuz tragen. Denn nur wenn ich mir bewusst bin, dass ich es trage, dann sehe ich es und kann es abgeben. Danke, danke, danke. Dann tun wir an dieser Ostara, tun wir einen Sprung in etwas Neues. Aber dafür möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Lass noch einmal los und schauen wir ein bisschen dorthin, wo du die Liebe nicht bekommen hast. Denn
da habe ich gespürt, da ist so wie ein Ups, ja, das ist wieder dieses Thema, da möchte ich nicht reingehen. Und all diese Kämpfe, wie die Person, die mir geschrieben hat, letztendlich, als ich nicht innerhalb ein paar Tagen das Geld zurückbezahlt habe oder in einer Woche, ich scheue nicht vor rechtlichen Schritten zurück. Lassen wir diese alten Muster los. Das sind Kampfesmuster, die wir ja so gewohnt sind. Seit Jahrhunderten, seit den Römern haben wir diese Gesetze geschrieben. Aber wollen wir denn wirklich weiter so denken, handeln? Öffne dein Herz, gib das alles ab. Gehen wir dorthin, wo wir eben gelernt haben, dass das mit der Liebe halt nicht so geht und dass es halt schwierig ist. Geh in dein Alter, wo du ganz klein warst und erinnere dich, wie Mama und Papa zu dir waren und wie du reagiert hast. Und dort hat sich dieser Same gesetzt, ein wichtiger Same, wie du dein ganzes Leben lang mit der Liebe umgehst. Und da möchte ich dir etwas Wunderschönes sagen, das mir geholfen hat. Als ich akzeptieren durfte, und es hat lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe, akzeptieren durfte, wie Mama und Papa sind. Und ich glaube, es ist völlig Wurst, wie sie sind. Ob sie eher in der Opferrolle sind oder in der Täterrolle, ob du sogar eben gelitten hast dabei, ob sie dich in die Mangel genommen haben, ob du zu einem arroganten kleinen Bub oder zu einem Mädel geworden bist, ja, schlussendlich hast du es gemacht damit. Es ist dein Kreuz, nicht ihres. Akzeptiere deine Eltern so, wie sie sind. Ich kenne Menschen, die haben Eltern, die sind Mörder. Oder die haben Ahnen, die sind Mörder, die haben Menschen umgebracht oder vergewaltigt. Und schau doch die Welt an. Sie ist voller Mörder. Was können wir da tun? Was würde da Jesus sagen? Ja, aber dazu brauchst du diese Liebe. Und was ich dir sagen möchte ist, in Bezug auf deine Eltern, hinter allem Leid, hinter allem Kampf, hinter allem Verstecktspielen, hinter Mama, die immer beschäftigt war, hinter dem Papa, der vielleicht gar nicht da war, der vielleicht wütend war, der diese Männerrolle gelebt hat, dass er seine Gefühle, seine Liebe nicht teilen konnte. Hinter dem allen, ich garantiere dir, war immer viel Liebe da. Viel Liebe. Mega. Da waren Liebkosungen da. Da waren all diese Umarmungen da. Diese hey Rolf, du bist einfach mein Beste. Maria, ich liebe dich. Du bist meine Tochter. Du bist wunderbar, Maria. Das war doch alles da, auch wenn sie es nicht ausdrücken konnten. Denn es gibt andere Dimensionen. Es gibt Seelenebene und diese Seelenmedizin. Wie jetzt mein Meister viel sagt, genau. Don Lauro, diese Seelenmedizin ist jetzt in dieser Zeit so wichtig. Akzeptieren wir Mama und Papa und sag ja, dass diese göttliche Liebe, die durch alles hindurchströmt, diese universelle Liebe, diese kosmische Liebe, oder nenne sie die Liebe Gottes, wenn du magst, sag ja, dass diese Liebe durch dich hindurch fließen darf. Ja, ja. Denn sie war auch schon in Papa und Mama da.
hinter allem, auf Seelenebene, wolltet ihr ja euch immer treffen. Und das sind diese wichtigen Heilungen, die wir heute machen dürfen, die so schnell gehen, so effizient sind. Baden wir uns ein bisschen, bekommen wir ein bisschen diese Liebe. Diese Liebe. Es gibt eben verschiedene Arten von Liebe oder verschiedene Levels, Ebenen von Liebe. Viele Menschen, die sprechen von Liebe und vielleicht bleibt es bei manchen auf einem mentalen Level, auf einer mentalen Ebene. Ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Das schwingt schon auch höher als die Angst und der Kampf und das Leid. Aber geh weiter. Weitergehen kannst du über dein Herzen. Öffne dein Herzen. Öffne dich jetzt dieser Liebe von Jesus. Es braucht viel Liebe, dass man wie er diesen Kampf um ihn herum so annehmen kann. Und sagt, dann tut mit mir, was ihr für richtig empfindet. Ich halte euch nur den Spiegel hin. Und wenn du dann auf höhere Ebenen kommst, der Liebe, dann schwingst du noch höher und noch höher und noch höher, bis du den Kohl liebst, den ich heute gekocht habe zum Beispiel, wie du, wenn du beginnst, einen Baum zu begrüßen, wie ich heute Morgen, den Esel, dann liebst du plötzlich alles. Und dann kommst du näher, sage ich jetzt, wir sind alle am Lernen, dann kommst du näher dieser universellen, dieser göttlichen Liebe. Danke, Mama, Papa, dass ihr mir das Leben gegeben habt, dass durch euch ich hier sein darf, jetzt, und diese Erfahrung machen darf als Seele, denn es ist nur eine Erfahrung und das macht mich doch demütig. Demut. Es gibt mir Mut, hier zu sein und meinen Weg der Liebe zu gehen. Ich weiß, dass du es möchtest und dass du es spürst. Und dass du weißt, wo es hingeht, aber manchmal ist es nicht einfach. Das ist okay. Sag nicht, es ist schwierig. Sag lieber, es ist nicht einfach. Ich bin noch nicht dort, aber es geht weiter. Und so sind wir am Lernen, auf diesem Weg der Liebe. Ist das vielleicht diese bedingungslose Liebe? Von der wir oft reden, also so ging es mir immer, von der wir oft reden, aber ich glaube oft kaum wissen, was es denn überhaupt ist. Bedingungslose Liebe. Ich bin ein bisschen ein spiritueller Rebell als Lehrer. Und ich habe eigentlich den Menschen immer gesagt, wenn sie mich fragen, ja, schau doch einfach die bedingte Liebe an. Das ist das, was wir heute am Reflektieren sind, worüber wir meditieren. Öffne dein Herz und lass los und schau nochmal hin, wo setzt du ständig Bedingungen? Ja, das Regal ist leer, also kann ich das nicht tun. Ich habe jetzt kein Geld mehr, also kann ich das nicht tun. Und dann kommt noch eine Emotion zum Beispiel dazu und so weiter. Wir stellen ständig Bedingungen. Schon früher habe ich gesagt, sage nicht, ich habe kein Geld, also komme ich nicht an den Kurs von Pascal. Ja, das ist einfach eine Realität, mit der ich mich manchmal konfrontiert sehe. Dann sage ich, nein, sag du gehst, ich gehe an den Kurs von Pascal, ja, und dann kommt morgen das Geld. Wie weißt du denn, was morgen passiert? Hätten wir gedacht, dass all das passiert,
in diesem 2020, was bisher passiert ist? Wohl kaum. Und es wird noch einiges über diese Bühne rollen. Deswegen ist es so wunderbar, auf diesem Scheideweg zu stehen, hier im Gleichgewicht meines Herzens, um zu wissen, es liegt in meiner Hand. Aus meinem Herzen darf ich entscheiden, wo es hingeht. Und wenn das viele, viele, viele tun, dann sehe ich nur Liebe. Dann sehe ich nur Licht. Dann sehe ich einen Sprung in eine neue Zeit. Also wo gibst du noch ständig Bedingungen ans Leben? Und im Spiegel der Zeit ist natürlich, und das passiert jetzt eben mehr und mehr, werden wir noch mehr herausgefordert. Ja? Wir werden dahin gebracht, dass eben diese Emotionen rausgehen. Wir werden Ausreden haben. Wir werden unsere dunklen Seiten zeigen müssen. Wir werden Angst haben. Du wirst dir bewusst, wo überall du Bedingungen stellst an das Leben. Diese Zeit der Einkehr, des Zuhause angekommenseins, wow. Das heißt, für mich angekommen sein in diesem Lichtwesen immer mehr, das ich bin. Das ist doch eine Einladung, genau zu schauen, was habe ich übersehen die ganze Zeit? Was haben wir als Menschen übersehen die ganze Zeit? Oder wollen wir noch mal eine ganze Menschheit, einen Jesus ans Kreuz nageln? Was habe ich übersehen? Wo möchte ich weniger materiell leben, weniger Gifte essen? Das ist zu einem Thema geworden bei mir. Mir werden so viele Dinge bewusst, die auch ich wegen zu viel Rennen und Tun übersehen habe. Oder ich schaue jetzt mehr zu mir. Vorher habe ich immer zu den anderen geschaut. Und das ist wichtig. Du liebst dich. Du liebst dich. Du bekommst die Liebe. Und dann kannst du sie auch weitergeben. Gut. Wenn wir dann bewusst die Bedingungen loslassen, dann kommt die Liebe immer reiner. Dann kommen wir zur bedingungslosen Liebe. Dann müssen wir keine alten Floskeln mehr auftischen und keine alten Gesetzessprüche mehr zitieren. Dann müssen wir keine Verteidigungsmechanismen mehr auffahren. Masken anziehen, jemanden zu sein zu wollen, sondern dann bist du einfach du. Das ist auch diese Seelenebene, diese Seelenmedizin. Endlich kannst du du sein, wenn du diese Liebe in dir geheilt hast. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher und direkter Weg über deine Erfahrung, auf diesem direkten Erfahrungsweg hin zu einer bedingungslosen Liebe. Auf dass du, wie Meister Jesus, deine Meisterschaft lebst. Und jetzt ist sie gefragt, wie kaum je zuvor. Dann atmen wir ein paar Mal tief durch und lassen diese Liebe wirken auf uns. Dieses Annehmen von allem, was ist,
dieses Wissen, es ist alles perfekt. Ob du es magst oder nicht, es gibt einen göttlichen Plan. Und so wünsche ich euch von Herzen eine wunderschöne Osterzeit und wer immer dieses Video zu einer anderen Zeit schaut, dann denke einfach, die Zeit ist relativ. Es ist immer Ostern, es ist immer eine Auferstehung da, in jeder Atmung, jeden Tag. Dann wünsche ich dir Leben, Kraft, Gesundheit und auf dass du immer mehr diese Liebe entdeckst in deinem Leben und sie mit immer mehr Menschen dann auch teilen kannst und sie auf ihrem Weg zur Liebe unterstützen kannst.